Okay. Ja, da war der erneute Anrufer. Ich weiß auch, wer es war. Es war mein Kollege. Mein Kumpel, der meinte, ja, ist auch egal. So, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt laufe ich mal nur dahin, wo ich auch hin muss. Ich meine ja nur Scheiße, ey. Okay. Ich bin in. Oh, ich musste. Oh. Ja. So viel dazu. Das ist echt mega scheiße. Oh, ich sehe es doch schon kommen, ey. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Nee, 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 nee. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Mein Gott. Ah. Stirb du Sch. Oh. Alter. Ja, verpiss dich, du scheiß Schädel. Alter. Haha, sieht dir das kleine Fätzchen rot? Das bin ich. Ich hab doch nicht alle erwischt, oder? Es sind nur ein paar abgehauen. Oh, ich hätte auch. Ja. Ha! Sieht man halt nicht jedes Mal, wa? So, jetzt lass mal gucken hier. Dann, was kann ich dir denn Gutes tun? Ja, komm, kriegst du mal so eins. Dann noch ein kleines hinterher. Dann geht's dir wieder ein bisschen besser. Weiter geht's. Was haben wir hier? Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann. Aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Tempel out. Ja. Ziemlich scheiße gelaufen, würde ich sagen. Oh Gott, ey, was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Das kann doch nichts Gutes sein, weil das der da veranstaltet, ey. Sag mal. Schema erhalten. Okay, Download im Shop. Ja, du kommst jetzt auch mal runter. Funksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen.
Ja. Ja, ich dachte, ich hätte was gesehen, wa? Und was hab ich? Ich hab irgendwas, was da irgendwas anderes frisst. So, wir jetzt erstmal hier speichern. Wir sind ja schon lebensmüde unterwegs hier. So. Und weiter geht's. Kann ich dem das Fressen klauen? Oh ja, kann ich. Oder ist das... War das einfach die ganze Zeit irgendwelche verpackten Leichen oder was? Okay, da habt ihr mich ordentlich aufs Korn genommen, ihr Säcke. Boah, halt die Fresse! Wo bist du? Oh, komm raus! Alter. Erstmal runterkommen, okay? Dann... Ich sehe den nicht. Mann! Oder was will ich denn damit? Ohne Scheiß! Willkommen in meiner Welt! Hallo Telefon, ja. Sorry Leute, muss kurz. Ja Leute. Die Welt will wieder mal was von mir. Also wirklich alle wollen gerade was von mir. Das ist... Boah. Hier backt wieder irgendwo eine Leiche rum. Schlimmet euch, ja. Hörst du jetzt mal auf? Du hast mich ganz schön in Wahnsinn getrieben jetzt. Auf! Boah. Boah, das ist schlimm, ey. Ich habe nur noch ein Ding dafür. Also wie viel halt. Okay, wo muss ich hin? Da, okay. Alles klar. Oh. Okay. Ja. Alles klar. Ja, okay. Haben wir nix. Okay. Okay. Achso, ich bin hier fertig, oder? Ja, genau. Okay. Ab geht's! Ich habe ein schlechtes Gefühl. Boah, stellt euch mal vor, wie unfassbar riesig dieses Schiff sein muss, wa? Oh nein, oder?
Okay, hier waren wir ja schon. Hier ist alles cool. Hoffe ich. Okay. Dann haben wir einen Shop. Dann gehe ich mal kurz shoppen. Was haben wir denn neues Schönes hier? So an Sachen. Den Ripper haben wir runtergeladen. Industriesäge mit Fernsteuerung. What the fuck? Ich glaube aber trotzdem, wir legen uns mal das Impulsgewehr zu. Und wir kaufen das jetzt mal ins Impulsgewehr. Und ich glaube, ich werde den Flammenwerfer später auch wieder verkaufen. Luftkanister, Medipack klein, Plasmaenergie. Wie viel haben wir denn noch? Haben wir noch genug. Safe haben wir auch noch. Also. Ja, das wird schon gehen hier. Das halten wir schon aus. Der ist jetzt auf 2. Alles klar, so mag ich das doch. So mag ich das. Okay, da muss man lang, also gehen wir da auch lang. Impulsgewehr im Anschlag. Ja. Auf die Range brauchen wir auch ein Sturmgewehr. Also. Ab nach unten. Oh je. Muss ich da raus? Och nö. Hier. Ein kleiner Luftkanister. Das ist so ein Raum wie der, wo wir ganz am Anfang waren, glaube ich. Ein kleines Medipack. Audiodog. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Ich finde wirklich die Audiologs finde ich in dem Spiel richtig geil. Weil die einfach so wirklich das Gefühl vermitteln, was die Leute damals hatten. Und warum kann ich die Munition nicht mitnehmen? Willst du mich verarschen? Jetzt müsste ich zurück zu Safe gehen, Junge. Haben wir Werkbank. Kann ich was werken? Dann was kann ich denn an meinem Impulsgewehr so schönes rumspielen? Ich werde es nicht machen, aber ich will es wenigstens mal wissen. Kapazität, Schaden, okay, ja. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Allerdings. Was ist da drin? Brennstoffzelle, die kann ich mitnehmen, aber ich kann kein Strahlmunition mitnehmen. Das ist ja gay. Okay, was haben wir denn hier Schönes drin? Ein Stasepack. Dann benutzen wir mal so ein schönes Stasepack. Braucht eh kein Mensch. Wie oft wir Stase benutzen, das glaub ich gar nicht. Dekontamination. Wieso sollte ich die aktivieren? Was hätte das für einen Sinn für mich? Dann würde es doch hier alles abschotten. Egal. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Das war so richtig, richtig geil, schlau von mir. Oh!
Oh yeah. So mag ich das. Oh lol. Was macht der da? Oh lol. Wow. Okay. Der Typ schluckt wie seine Mutter. Also ohne Spaß. Das Ding gefällt mir. Das macht zwar wirklich kaum Damage, aber ich werde das auf jeden Fall skillen. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, warte mal, der Shop war oben, wa? Warte mal. Ja, der Shop war oben. Ist hier unten irgendwo noch ein Shop? Nö. Stase, Luft, Werkbank. Okay. Da bin ich. Da ist mein Ziel. Okay. Okay, dann. Wieso habe ich die Kontamination angemacht? Hätte ich auch einfach so weitergehen können? Ich weiß es nicht, aber es wäre gut gewesen, es zu wissen. Okay, warte mal. Da drüben kommen wir auch in den Raum, dann gehen wir erstmal da lang. Ey, gibt Credits und einen Energieknoten, da siehst du. Hat sich's schon gelohnt. So, jetzt aber auf und davon. Oh. Ein Halbleiter. Okay. Also da hat jemand nicht aufgegessen, also wirklich, ja. Kein Wunder, dass momentan so Scheißwetter ist. Muss der aufessen anscheinend die Sonne. Nur so nicht, Junge. Ist klar. Jetzt geht es ab. Hier können wir speichern, das tun wir auch gleich mal. Dass wir hier nicht wieder sinnlos drauf gehen. Oh, geil. Ja, kein Ding. Danke. Oh, ich hab die beste Mutter der Welt, weil es steht hier wieder was zu essen vor mir auf dem Tisch, Alter. Boah, ey, geil. Oh Spaß, das nenne ich Service. Ja. Ende der Schwerelosigkeit. Hä? Wieso Ende der Schwerelosigkeit? Hat die je angefangen? Boah, Leute. Ohne Spaß, ich würde gern weiterspielen. Aber so wie das Essen hier vor mir steht. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Außerdem habe ich viel zu viel Hunger. Ja, dann würde ich mal sagen, da wir hier gerade gespeichert haben, bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder bei. Bis dahin. Haut rein und so und ja. Tschüss.